Leute und herzlich willkommen zurück in der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online. Ja, diesmal wirklich wieder aus der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online. Hat gerade die Aufnahme schon wieder rumgebackt? Ich habe keine Ahnung, wie viel von der Moderation wieder mal drin war. Aber das beachten wir einfach nicht, die Aufnahme läuft. Und wir sind drin in unserem Game, in unserem wunderschönen Spiel namens The Elder Scrolls Online. Ja, seitdem wir diese Questreihe hier gestartet haben... Ich höre bekannte Schritte. Kommt näher, Entseelte. Du erkennst mich anhand meiner Schritte. Was bist du denn für ein Freak? Seitdem wir diese Questreihe gestartet haben, ist übrigens eine Aufnahmesession, ne? Ich sag euch ja immer, wann ich eine neue Aufnahmesession starte. Ihr könnt mal gucken, wie viele Folgen das diesmal werden in einer Session. Dann habt ihr so ein bisschen Gefühl, wie viel ich in einem Stück wirklich aufnehme. So, Herr Prophet, willkommen, was gibt es? Willkommen in der Zuflucht, Entseelte. Dankeschön. Dieses Heim ist so bequem, wie es sich eine alte, ausgetrocknete Haut wie ich nur wünschen kann. Na, hast du es dir hübsch gemacht. So hübsch, wie man es sich in einer Höhle halt machen kann, aber... Wie habt ihr denn dieses traute Heim, wie ich es mal nennen, gefunden? Trotz meiner Blindheit. Nein, gerade ihretwegen sind meine anderen Sinne umso schärfer. Dieser Ort hatte einfach den richtigen Geruch. Modergeruch. Als ihr mir in Kalthafen zum ersten Mal erschienen seid, sprachtet ihr von meinem Schicksal. In der Tat. Doch wir sollten nichts überstürzen. Ohne das Wissen darum, welchen Weg wir zu beschreiten haben, wird uns jede Straße nur ins Nichts führen. Ehe wir also unser Schicksal wirklich begreifen können, müssen wir uns erst mit der Vergangenheit beschäftigen. Ah, also stürzen wir uns jetzt in eine kleine Gerichtsstunde, vor allem. Ja, Rayo, in eine kleine Geschichtsstunde, wollte ich natürlich sagen, mein lieber Prophet. Gewissermaßen. Ich lade euch dazu ein, in meinen Geist einzutauchen und mit mir durch Visionen der Vergangenheit zu wandeln, damit ihr die Ereignisse versteht, die uns zu dieser Zeit und zu dieser Stunde zusammengeführt haben. Ach so, ja gut. Dann lasst mich mal tief Luft holen, bevor ich mit dem Körper in euren Geist eintauche. Kommt in meinen Verstand, Entseelte, und geht mit mir durch die Schatten vergangener Ereignisse. Nicht der Schmetterlinge. Toller Effekt. Bär, lauf nicht immer durchs Bild. Wisst ihr eigentlich, wie schwer es ist, in letzter Zeit Thumbnails zu bekommen, weil dieser Bär immer durch das Bild läuft? Mann. So. Folgt mir, Entseelte, und erfahrt von den Ereignissen, die dieser Krise vorausgegangen sind. Meine Geschichte begann, als ich auf den Stufen der Abtei der Mottenpriester ohne Erinnerung an mein voriges Leben erwachte. Dein Gedanke haben mich sieht aus wie Kalthafen. In ihren Schoß aufgenommen. Ich war schwach und dem Tode nahe. Aha, erzähl ruhig weiter, du brauchst nicht stocken. Kann ich eigentlich rennen? Rennst du dann auch rein? Nein, er rennt natürlich nicht. Dort habe ich das erste Mal die Schriftrollen der Alten gesehen und mein Leben ihrer Erforschung verschrieben. Die Schriftrollen erlaubten es mir, das Gewebe der Wirklichkeit zu sehen. Aber jeder tiefere Einblick hat meine Sehkraft geschwächt und mich blind dem Licht der Welt gegenüber werden lassen. Du brauchst nicht aufhören zu reden. Ich halte mich jetzt zurück. Das ist jetzt dein Monolog, mein lieber Prophet. Deine Gerichtsstunde. Die Prophezeiungen der Schriftrollen der Alten sind etwas Fließendes, Lebendes. Sie stehen nicht fest. An vielen Punkten in der Geschichte wurden sie durch die Taten von einzelnen heroischen Sterblichen umgeschrieben. Aber was hat das alles jetzt mit mir zu tun? Ich weiß nur, dass ihr wichtig seid, Entseelte. Die Schriftrollen haben mir lediglich enthüllt, dass euer Schicksal eng mit dem der fünf Gefährten verwoben ist. Moment mal, wer sind die fünf Gefährten? Die fünf Gefährten sind eine Gruppe von Abenteurern, die einst nach einem Artefakt suchten, das man das Amulett der Könige nennt. Sie hofften darauf, dieses Artefakt einsetzen zu können, um Akathosh, den Drachengott, davon zu überzeugen, ihren Anführer als ein Drachenblut anzuerkennen. Ein Drachenblut? Jene vom Drachenblut sind Sterbliche, denen Großes vorherbestimmt ist und durch deren Adern das Blut der Drachen strömt. Es heißt, nur ein wahres Drachenblut könne die ewigen Drachenfeuer der Kaiserstadt entzünden.
Wer damals Skyrim gespielt hat, wird auch wahrscheinlich wissen, was ein Drachenblut ist. In Skyrim hat das Drachenblut ja ein bisschen eine andere Funktion wie in diesem Spiel hier. Was ja das gleiche Universum ist, also, ja, das Drachenblut, worüber wir gerade reden, ist dasselbe Art Drachenblut, wie wir es auch in Skyrim kennen. Es hat nur eine leicht andere Funktionsweise. Wer war denn dieser Anführer, dieses große Drachenblut? Warm Aquilarius. Der Sohn eines kolovianischen Herzogs, der eine Rebellion gegen Kaiser Leovig anführte und ihm die Krone entriss. Doch Waren war kein wahres Drachenblut, wie jene, die auf dem Rubinthron sitzen, es gemäß der Traditionen zu sein haben. Fahrt fort. Ihr habt schon genug Geschwätz von diesem alten, blinden Narren gehört. Es ist an der Zeit, dass ihr die fünf Gefährten selbst trefft und Zeugen ihres Schicksals werdet. Ach, jetzt geht's auch noch Meet and Greet. Okay. Lebet wohl. Eine Schriftrolle der Alten. Klammern wir uns einfach mal in die Hosentasche, fertig. Erste Gefährtin, Lyris Titan, Tochter der Riesen, war die mächtigste Kriegerin im Dienste des Kaisers. Wo? Dann Abnur Tan. Ach, hier drüben. Ein mächtiger Zauberer und Großkanzler des kaiserlichen Ältestenrats. Der Schwertmeister der Rotwardonen, Sais Sahar, Anführer der kaiserlichen Drachenwache. Der Kaiser Waren Aquilarius, der versuchte, die Drachenfeuer zu entfachen und daran scheiterte. Und schließlich Mani Marco, der Verräter, der König der Würmer, ein mächtiger Nekromant und euer Scharfrichter. Das sind sie also, die fünf Propheten. Die fünf Propheten. Die fünf Gefährten. Mani Marco war also einer dieser fünf und hat diese verraten eventuell. Ich bin sicher, der Prophet weiß mehr. Dies waren die fünf Gefährten, die sich von der Kaiserstadt aus auf eine große Suche begeben haben, um das verlorene Amulett der Könige zu bergen. Wie hätte das Amulett der Könige Waren in ein Drachenblut verwandeln können? Mani Marco hatte Waren überzeugt, man könne das Amulett einsetzen, um ein Ritual durchzuführen, das die Drachenfeuer wieder entzünden würde. Er behauptete, dies würde Akatosh erfreuen und ihn so davon überzeugen, Waren als ein Drachenblut anzunehmen. Ja, aber warum wollte Waren ein Drachenblut werden? Laut der Tradition kann nur ein Drachenblut Anspruch auf den Rubinthron erheben und als der eine wahre Kaiser von der Göttergnaden herrschen. Waren eroberte Cyrodiil und riss den Thron an sich. Doch solange er kein Drachenblut war, musste er befürchten, dass man seinen Anspruch in Frage stellen würde. Okay, erzähl mir von den anderen Gefährten. Jeder der fünf Gefährten wurde wegen seines Muts und seines Geschicks ausgewählt. Und jeder von ihnen nahm eine bestimmte Rolle innerhalb der Gruppe wahr. Über wen wollt ihr mehr erfahren? Zuerst mal unsere bekannteste Gefährtin, Lyris Titan, die wir ja schon getroffen haben. Lyris habt ihr bereits getroffen. Eben. Sie ist eine Nordkriegerin aus den vereisten Landen Himmelsrands hoch im Norden. Man sagt, in ihrem Stammbaum ließen sich echte Riesen finden. Waren erkor sie wegen ihrer Kraft und ihrer Treue zu seiner persönlichen Leibwächterin. Sehr schön. Eine Halbriesin also. Okay. Erzählt mir von dem lieben Sais Sahan, dem Schwertmeister der Rotwardonen. Sais Sahan stammt aus einer langen Ahnenreihe von adligen Schwertmeistern der Rotwardonen. Er war der Anführer der Drachengarde, der Leibgarde Warens und des Ältestenrats. Während Lyris als Warens Leibwächterin diente, fiel Sai die Aufgabe zu, die Gruppe als Ganzes zu beschützen. Aber was ist jetzt mit dem lieben Abnur Tan? Oder soll ich sagen, dem vielleicht nicht ganz so lieben Abnur Tan? Die Tarns sind eine der einflussreichsten Familien Cyrodiils. Abnur, ihr Patriarch, ist der Anführer des Ältestenrats. Ein mächtiger Kampfmagier und ein gerissener Politiker. Dank seines Rats war es Waren einige Jahre zuvor gelungen, den Kaiserthron an sich zu reißen. Okay, dann haben wir jetzt also die fünf Gefährten, oder besser gesagt eventuell die vier Gefährten, näher kennengelernt. Aber was ist jetzt mit Mani Marco? Mani Marco, der Verräter, der große Feind, der mächtigste Nekromant, den diese Welt je gesehen hat.
Die Verderbnis seines Wurmkults reicht bis in den hintersten Winkel Tamriels. Er war es, der Waren überzeugte, jenes Ritual durchzuführen, dessen Zeugin ihr gleich werdet. Okay, dann werden wir mal Zeuge dieses Rituals. Aber was geschah, als sie das Ritual durchführten? Wir werden es gar gesehen, aber ich würde es auch gerne vorher noch ein bisschen mit dir besprechen, mein lieber Prophet. Es kam zu einer Katastrophe. Krieg und Pestilenz. Die Welt wurde in die Knie gezwungen. Nun schaut gut zu und seht selbst, wie der Hochmut eines einzigen Mannes die größte Bedrohung erschuf, der sich unsere Welt jemals stellen musste. Alles klar, dann wollen wir uns mal dem Spektakel hier geben. Wo müssen wir hin? Darüber, okay. Das ist also der Ritualplatz hier. Die Feuerschale des Drachenfeuers. Manni Marco, seid ihr sicher, dass das funktioniert? Es wird funktionieren, mein Lehnsherr. Das Amulett der Könige wird die Drachenfeuer neu entfachen und für euren rechtmäßigen Platz als Kaiser sorgen. Ich gebe euch mein Wort. Es sollte besser funktionieren, Manni Marco, oder euer Nacken wird mit meiner Axt Bekanntschaft machen. Mein Herr, würdet ihr eurem Halbriesenhaus dir bitte einen Maulkorb anlegen? Sie nervt. Genug, ihr beide! Wir sind hier, um den rechtmäßigen Anspruch meines Herrn auf den Rubinthron zu sichern. Hab nur, beginnt mit dem Ritual. Ich muss ein Schicksal erfüllen. Ja. Beim Licht der Drachenfeuer beanspruche ich meine rechtmäßige Abstammung. Bei den Feuern der Erschaffung lasst mich neugeboren werden. Beim Willen Akathos nenne ich mich Drachenblut. Parnak Filarios, ihr seid kein Erbe Alessias. Ihr werdet für euren Frevel zahlen. Der Schleier zwischen Tamriel und dem Reich des Vergessens reißt und trennt sich auf. Was ist los? Der Himmel öffnet sich. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ah! Das sollte nicht geschehen. Was bedeutet das? Manni Marco, was habt ihr getan? Rechtgläubige Narren, der Schleier zwischen dem Reich des Vergessens und dieser Welt wurde zerrissen. Meister Molag Bal ist frei und kann Tamriel für sich beanspruchen. Akathos, vergebt mir. Seid gnädig mit unseren Seelen. Und so hat all dies begonnen. Die ganze... Ich kann es nicht schön ausdrücken. Verquirlte Scheiße. So, Herr Prophet. Das war also der Beginn der Zerstörung. Der Beginn des Chaos in Tamriel. Das Ritual zerriss den Schleier zwischen Nirn und dem Reich des Vergessens. So konnte Manni Marco damit beginnen, die Seelen zu rauben, die sein Meister für die dunklen Anker und den Beginn der Ebenenverschmelzung brauchte. Aber was genau ist jetzt schiefgelaufen, oder war es vielleicht Absicht? Akathos schenkte Alessia das Amulett der Könige als Symbol seines Bundes mit Nirn. Solange sich das Amulett in der Obhut von Alessias Erben befand und die Drachenfeuer brannten, war Tamriel vor den Daedra geschützt. Was ist dann geschehen? Manni Marco brachte Waren durch eine List dazu, den Bund zu brechen. Und so zerriss der Schleier zwischen dem Reich des Vergessens und Nirn. Die Schriftrollen der Alten nennen dieses Ereignis den Seelenbruch. Es verschaffte Molag Bal die Möglichkeit, die Seelen Nirns von ihren Leibern zu trennen. Ah, und so entstehen die sogenannten Seelenberaubten, die auch wir sind. Wir sind deine Seelenberaubte immer noch. Was ist mit den anderen Gefährten geschehen? Waren ist verschwunden. Inmitten dieses Chaos nahm Saisahan das Amulett der Könige an sich und flüchtete. Lyris wurde von Manni Marco gefangen genommen und nach Kalthafen in das Reich von Molag Bal gebracht. Was ist mit Abnutan und Manni Marco? Tarn ist weiterhin Kanzler des Ältestenrats und seine Tochter Clivia herrscht jetzt als kaiserliche Regentin. Doch die wahre Macht liegt in den Händen Manni Marcos und seines Wurmkults. Und wie seid ihr nach Kalthafen gekommen? Als ich die Wahrheit über die fünf Gefährten herausfand, stellte ich ein paar unauffällige Nachforschungen an. Doch anscheinend waren sie nicht unauffällig genug. Manni Marco erfuhr von meinem Interesse und entführte mich. Er brachte mich nach Kalthafen, wo ich ein Gefangener blieb, bis ihr mich befreit habt. Ach, so ist das also. Sie sahen euch also als Bedrohung. Die Wahrheit ist stets eine Bedrohung für jene, die Böses tun.
Manimarco fürchtete, ich würde seinen Verrat aufdecken. Und wenn bekannt werden würde, wie verwundbar Nirn ist, könnte dies die Intrigen seines Meisters bedrohen. Molag Bal macht keine halben Sachen. Begleitet mich ein Stück. Kein Problem, mein lieber Prophet. Pardon, mein lieber Herr Prophet. Du musst vorgehen, ich weiß nicht wohin. Vor langer Zeit stand geschrieben, solange das Amulett der Könige von Adessias Erben getragen wird, wäre Tamriel vor den Mächten aus dem Reich des Vergessens sicher. Aber der Seelenbruch hat den Schleier zwischen den Welten zerrissen und verschaffte Molag Bal die gewünschte Gelegenheit. Molag Bals dunkle Anker durchdringen den zerrissenen Schleier und wollen Nirn in die tiefen Kalthafen ziehen. Diese furchtbaren Werkzeuge der Zerstörung sind überall in Tamriel aufgetaucht. Und diese Anker werfen ihre Ketten auch in die wunderbare Welt Tamriel, auf die Ebene Nirn, und versuchen Kalthafen ein Stückchen näher an sich heranzuziehen. Und das ist das große Problem, die Ebenenverschmelzung. Das ist es, was wir versuchen zu verhindern, denn sonst wird auch unsere wunderschöne, mit Kirschblüten versüßte Welt unter der Gewalt Molag Bals stehen. Unsere Welt und seine in einer furchtbaren Ebenenverschmelzung zusammenfügen. Nur wenige werden diese Tortur überleben. Die Überlebenden werden für alle Ewigkeit versklavt sein. Das habe ich gerade auch gesagt, Herr Prophet. Mann, wir reden hier wirklich gerade ein bisschen aneinander vorbei, ne? Ich nehme gerade ein bisschen was vorweg, ne? Eigentlich muss ich gar nicht mehr so viel erzählen. Es wird eigentlich alles in der Story schön geschildert. So, Herr Prophet. Und so fällt es an euch, Entseelte. Wir müssen Molag Bal und seine dunklen Anker aufhalten, oder unsere Welt ist verloren. Und jetzt scheint die Geschichte uns eingeholt zu haben. Sollen wir zur Zuflucht zurückkehren? Ich sehe keinen Grund, hier länger zu verweilen, denn zum Anker hinten können wir... Warte mal, können wir da Anker zum dem Anker hin? Nein, da kommen wir nicht hin. Schade. Auf die Karte? Nee, wir haben wirklich nur diesen Weg. Ja, das ist der Ritualplatz. Das ist der Steintisch. Dann kommen wir nicht weiter. Okay, dann können wir zurückgehen, Herr Prophet. Ich wollte nur gucken, vielleicht gibt es hier irgendwo noch was, ein Easter Egg oder so. Kann ja sein! Aber nein, es soll nicht so sein. Und so fällt es an euch. Ich bin bereit, zurückzukehren. Wie ihr wünscht. Ja. Darf ich zurück? Jetzt, bitte? Nett von dir. Und zack. Der Prophet ist echt ein krasser Magier, muss man schon sagen. Ich meine, hat uns ja quasi jetzt gerade nicht nach Kalthafen gebracht, sondern nur in den Gedanken seiner selbst. So, Herr Prophet, jetzt stehen wir uns wieder gegenüber, und zwar in Fleisch und Blut. Und so begann es. Der Rest der Geschichte muss erst noch geschrieben werden. Jetzt ist es eure Geschichte. Okay, ihr habt mir einiges zu bedenken gegeben. Und es gibt noch viel zu tun. Doch eines solltet ihr wissen. Diesen Weg müsst ihr nicht alleine gehen. Was ist also unser nächster Zug? Wir müssen stärker werden und zahlreicher. Ihr werdet mehr brauchen als die Begleitung eines blinden alten Mannes, um den Lauf der Geschichte zu ändern. Wir müssen unsere eigene Gruppe von Gefährten um uns scharen. Das erste Mitglied habt ihr bereits getroffen. Ah, Lyris Titanenkind? Lyris opferte ihre Freiheit, um uns die Flucht zu ermöglichen. Sie ist noch immer in Kalthafen gefangen. Ich muss ihren genauen Aufenthaltsort ausfindig machen, wenn wir sie retten wollen. Das wird Zeit brauchen. Was soll ich in der Zwischenzeit tun? Manimarcos Handlanger weben ein Netz aus Lug und Trug. Sie hetzen die Völker Tamriels aufeinander und lenken ihre Aufmerksamkeit von der wahren Bedrohung ab. Sucht diese Handlanger auf, wo immer ihr sie findet, und deckt dann ihre Lügen auf. Okay, ich werde tun, was ich kann. Vergebt mir. Es hat mir doch einiges abverlangt, euch Einlass in meinen Geist zu gewähren. Ich muss mich ausruhen. Ich werde zur rechten Zeit wieder Kontakt mit euch aufnehmen. Möget ihr bis dahin im Licht wandeln, Entseelte. Ach, danke schön, Herr Prophet. Das war die Zuflucht. Ein Fähigkeitspunkt erhalten. Ich musste endlich mal wieder vergeben. Aber Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, auf jeden Fall in der nächsten Folge wird es auf jeden Fall weitergehen. Ich werde ein paar Änderungen vornehmen an dem ganzen Questdesign hier, denn mich fuckt das langsam ein bisschen ab, dass der ganze Untertitel hier wirklich mitten ins Bild geworfen wird.
daraus nachher Thumbnails zu ziehen, wird ein Spaß. Aber egal, das soll nicht eure Sorge sein. Wir kriegen hier gerade mega mächtig die Achievements gerade reingeballert und wir haben ein bisschen Fähigkeitspunkte, die wir eigentlich mal verteilen sollten. Und wir werden auch mit dieser Quest natürlich bei der nächsten Woche fortfahren. Er hat zwar gesagt, er wird später irgendwann mal wieder sich an uns wenden, aber ich weiß genau, wir werden diese Höhle verlassen und er wird draußen schon auf uns warten. Oder wir werden ein bisschen weiter bis zu einer gewissen Mauer laufen, wo er dann auf uns warten wird. Aber spätestens dann wird er auch wirklich auf uns warten. So, Leute, aber auf jeden Fall, das war's für die heutige Folge von The Elder Scrolls Online. Ihr lasst auf jeden Fall ein nettes kleines Kommentar da. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen und auch eine klitzegeile Bewertung. Das ist wichtig. Rian sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.